Heute im Inselspital verteilen IB-Spieler, kranke Kinder und Jugendliche Geschenke. Und wie das so abläuft, gehen wir jetzt mal rein schauen. Albert Studemann, wir haben gehört, dass IB am Inselspital vorgeschlagen hat, dass sie da vorbeikommen. Warum haben sie das gemacht? Ja, es sind sicher Kinder, die Freude haben, die man kann Freude bereiten kann, weil sie ein Leiden haben im Moment oder vielleicht auch dauernd. Und darum ist es wichtig, dass man IB ein Zeichen setzen kann und die einfach Geschenke verteilen kann vor Ostern, dass man diesen Kindern Zuversicht verleihen kann. Ich glaube, wenn man das Strahlen der Kinder sieht, wie sie können lachen können, obwohl sie eben vielleicht Schmerzen haben und so, dann ist das ein Lohn, den man dafür bekommt. Ich glaube, das ist der beste Beweis, dass es eine sehr gute Aktion ist. Marco Wölfli, was bedeutet Ihnen das, dass die Kinder, die verletzt oder krank sind, so etwas können zu schenken, etwas Kleines können zu machen für sie? Ja, ich denke, es ist etwas Wichtiges, weil wir sind für viele auch Vorbilder. Und ich denke, für mich ist es etwas Kleines. Und ich habe Ihnen auch immer wieder Kraft gegeben, oder mehr besser gesagt. Und ich denke, das ist etwas sehr Wichtiges, was man auch immer wieder machen muss. Ich sehe es an den Kindern an. Sie sind Strahlen in den Augen und ich denke, das ist etwas Wichtigste im Leben, dass man glücklich ist und so kann man ihnen auch etwas geben, auch wenn es momentan sicher für sie eine schwierige Phase sicher für ein paar ist, aber so kann man ihnen auch Kraft geben und das ist, glaube ich, etwas, was sehr schön ist, wo man ihnen auch etwas kann zurückgeben kann. Ich habe ganz viele bekommen. Und von welchem Spieler bist du Fan? Von IB? Der. Christoph Ebi, Sie sind Klinikdirektor vom Kinderspital. Was hat Sie dazu bewogen, IB da einzuladen? Also erstens hat sich IB selber eingeladen und wir sind extrem dankbar dafür. Und es ist nicht das erste Mal, wir haben jetzt schon einige Events mit IB gemacht. Das ist eine Ostertradition geworden. Das ist wunderbar wieder gesehen. Was sind das für Kinder, die da Geschenke bekommen haben? Das sind Kinder, die bei uns hospitalisiert sind, also stationär bei uns im Spital sind, wegen irgendeiner Krankheit von Kleinkindern, oder ein bisschen weniger, hauptsächlich Schulkinder und Jugendliche, die wegen irgendeiner Krankheit bei uns im Spital sind, sei es chirurgisch, nach einer Operation, Unfall oder wegen einem medizinischen Thema. Sie haben gesagt, Sie haben letztes Jahr die Aktion schon durchgeführt. Was haben Sie für Feedbacks von den Kindern bekommen? Exzellent, das ist unglaublich. Und das ist, für die Kinder ist das etwas, was ihnen im Gedächtnis bleibt. Das ist neben den vielen negativen ein Erlebnis, das man halt notgedrungen im Spital hat, ist das etwas Positives und etwas Bleibendes, was die Kinder mit sich einnehmen. Das ist irrsinnig für uns. Hilft vielleicht der Wechsel, dass man etwas anderes denken kann, auch dass man schneller gesund wird? Es gibt keine einzige Studie, die das beweisen würde, aber ich bin persönlich absolut überzeugt davon, dass positive Erlebnisse die Heilung beschleunigen und es den Kindern besser geht. Und dass dann auch der Aufenthalt hier selber einfach leichter fällt. Ja, das ist natürlich etwas Spezielles. Kranke Kinder können ihm helfen oder ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das ist immer etwas Schönes und sind Sachen, die man sehr gerne macht. Ist das etwas, wo man die Relationen vielleicht wieder ein bisschen sieht? Man ist in diesem Fußballgeschäft rein und merkt, was wirklich wichtig ist im Leben. Ja, natürlich. Das ist so. Man meint, man ist immer benachteiligt oder unter Stress und ich weiß nicht, was alles gibt. Aber wenn man dann Kinder sind, die krank sind, dann rückt das alles wieder ins richtige Licht. Und es ist wichtig, dass wir da sind und dass wir diesen Kindern helfen können.